Und wir sind oben, Leute. Mal schnell ein Schlückchen Kaffee. Nee, was war das eben? Es war ja fast wie ein Erdbeben. Ja, was geschieht hier wohl gerade? Keine Ahnung, aber es kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Wir sollten uns beeilen. Oh ja, was sollten wir? Ja, also irgendwie sieht das hier ganz anders aus. Es ist so dunkel, dass ich leider kaum was erkennen kann. Pass auf, da kommt was. Hier. Diese Stimme. Das ist Somniam. Ihr Elenden, warum nur wollt ihr diese Welt bloß retten? Diese eiskalte und kaputte Welt. Ja. Haben sie uns doch umzingelt. Meine Freunde hier, sie alle, haben genug von dieser Welt. Qua, 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 qua. Brah. Brah. Brock. Diese elende, absurde Welt. Diese ungerechte Welt. Eine Welt, in der der Ehrliche und Dumme ist. Der Dumme ist. Und der Böse, ja, der wird belohnt. Solch eine Welt verdient nur die Zerstörung. Leute, sie kommen. Diese Welt muss vernichtet werden. Damit ihr es wisst, wir lassen euch auf keinen Fall hier vorbei. Das könnt ihr vergessen. Auf sie mit Gebrüll. Brokkolos! Alles klar. Okay. Items. Ich schrei zu mir gerade zu viel. Tut mir leid, Leute. Dip. Wir machen erstmal einen Erstarrorb. Okay, irgendwas hat gerade bei einigen verhindert, dass sie erstarren. Okay, dann mache ich mal lieber ein Schlaforb. Okay, aber von den anderen wird... Okay, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Aber... Allkraft auch erstmal, ja. Ist besser. Das hebt den Angriff aber des Todes, Leute. Also wirklich des Todes. Schöner Damage hier, ne? Guckt euch diese... Alter. Aua, aua. Aua. Oh, setz mich doch nicht immer mit Verhöhner. Ach man, nicht so Verhöhner. Und ein Vitalorb würde ich ganz gern auch einsetzen eigentlich. Ja, machen wir erstmal das hier. Warum? Okay, ich bin gerade ein wenig am Arsch tatsächlich. Ich mach mal Doppelhieb. Warum? Wow. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Wir machen aber guten Damage. Das dürfte funktionieren alles, Leute. Einen sehr guten Damage. Somniam ist besiegt. What? Alter, was? Habt ihr den Damage gerade gesehen? Über 300 Schaden. Was? Alter. Quack. Brocco. Hurra, wir haben es geschafft. Wir haben sie bezwungen. Oh, jetzt kommt Kyurem, oder? Bitte nicht. Schon wieder ein Erdbeben? Wir beeilen uns besser. Das hier ist, glaube ich, der höchste Punkt, den wir das letzte Mal erreicht haben. Bis zum Gipfel sollte es also nicht mehr weit sein. Dort drüben geht es wohl weiter. Ja, gehen wir. Wartet. Ihr... Ich lasse nicht zu, dass ihr weitergeht. Ich lasse nicht zu, dass ihr das Schicksal der Welt verändert. Was ist denn mit euch?
Die Beben nehmen zu. Wieso? Wieso nur? Geht ihr so weit? Weil alle meine Freunde hier, sie alle wurden von der Welt verschmäht. Walk. Walker. Genauso wie ich auch. Ich wurde hintergangen und verraten. Mir blieb nur noch die Verzweiflung. Als ich daran zu zerbrechen drohte, begegnete ich all diesen Pokémon. Und dann bin ich Meister Kyurem begegnet. Er erzählte mir vom Schicksal der Welt. Ich hatte nichts. Doch diese Pokémon hier haben mich so akzeptiert, wie ich war. Sie haben mir ihre Hand gereicht, mir ihr Herz geöffnet. Und genau da habe ich mich entschieden. Gemeinsam können wir es schaffen. Gemeinsam können wir es beenden. Zusammen mit meinen Freunden und der gesamten verwunschenen Welt würden wir sang- und klanglos verschwinden. Somnia, ich kann gut verstehen, warum du an der Welt verzweifelt bist. Aber wenn dir deine Freunde tatsächlich so wichtig sind, kannst du dann wirklich zulassen, dass sie alle einfach so verschwinden? Was? Wären sie dir wirklich so wichtig, würdest du das keinesfalls wollen. Wären sie dir wichtig, würdest du dir wünschen, dass sie glücklich sind. Wünschst du dir das denn nicht für sie? Dann sag mir, wie man in der jetzigen Welt glücklich sein soll. In der Welt, wie sie jetzt ist, gibt es doch nichts als Schmerz. Da dachte ich, dass man dieses Elend doch wenigstens verringern könnte. Wenn wir alle auf einmal verschwinden, würden wir alle einzeln nacheinander weggehen, wäre das für die, die zurückbleiben, doch viel schlimmer. Wok, wok. Aber verschwinden wir alle gleichzeitig, bleibt auch kein Schmerz zurück. Wow. Solange wir nur gleichzeitig verschwinden, ist es in Ordnung. Wow. Los, Leute. Ja. Wartet. Was? Lol. Nach da, Rapsiana. Sehr gut. Wir kommen noch rechtzeitig. Keldeo. Keldeo. Was? Du meinst der Keldeo? Keldeo, wie konntest du bloß aus dem Eisturm entkommen? Verstehe. Ihr wart das. Nach da, Rapsiana haben mir alles erzählt. Somniam. Es tut mir leid für dich. Aber du wirst Tokio die anderen hier durchlassen, verstanden? Du. Psiana, was meint sie mit Eisturm? Der Turm, in dem Keldeo war. Keldeo wurde die ganze Zeit hier im Eispalast gefangen gehalten. Nein. Er hat sich absichtlich fangen lassen. Weil er dachte, er könne uns umstimmen. Oh, umstimmen? Was? Als er das erste Mal zum Eispalast kam, drang er bis zum sagenumwobenen Riesenkristall vor. Und er fand das Geheimnis des Kältekerns heraus. Ich bot ihm an, sich uns anzuschließen und für unsere Sache zu kämpfen. Aber er lehnte ab. Ah, natürlich habe ich abgelehnt. Wie könnte ich schon der Zerstörer der Welt zustimmen? Und seitdem ich von Kyurem und Somnia samt ihrer Bande gejagt. Somit wurde ich, okay. Gejagt, alles klar. Ich fand mich oftmals in großer Gefahr. Aber auf der Flucht dann kamen mir gewisse Zweifel. Ich fragte mich, ob Somnia und der Rest wirklich die Zerstörung der Welt wollen. Ich merke gerade, ich hatte damals eine andere Stimme für Keldeo, oder? Ach, egal. Also kam ich noch einmal hierher, um es herauszufinden. Ich ging daher nochmals auf sie zu, um ihnen ins Gewissen zu reden. Aber sie haben mir nicht zugehört. Letzten Endes haben sie mich gefangen genommen und hier eingesperrt. Was hast du denn erwartet? Dass wir uns deine Lügen anhören? Also für mich sah es durchaus so aus, als hättest du Zweifel. Auch jetzt noch. Nein, du irrst dich. Für uns gibt es absolut nichts, was an dieser Welt gut ist. Deswegen wollen wir auch alle zusammen untergehen. Wenn wir zusammen gehen, müssen wir weder traurig sein, noch Angst haben. Wow. Damit du es endlich kapierst. An dieser Welt ist nichts gut. Deswegen wollen wir nicht mehr hier sein. Es soll nichts Gutes an der Welt geben? Natürlich gibt es das. Was? Du hast doch Freunde, oder? Selbst wenn du vom rechten Weg abgekommen bist.
Eure Freundschaft ist doch wohl echt, oder? Ihr unterstützt euch gegenseitig, um das Leben zu meistern. Seid ihr euch denn nicht gegenseitig dankbar, dass ihr euch immer helft? Wow, wow. Wollt ihr all das aufgeben und einfach so in nichts vergehen? Wow. Seid ihr bereit, all eure Freunde aufzugeben und einfach so zu verschwinden? Wow. Die jetzige Welt mag schlecht sein. Schlecht sein. Aber vielleicht gelingt es uns allen, sie wieder lebenswert zu machen. Wollt ihr denn nicht zusammen mit euren Freunden weiterleben? Eine lebenswerte Welt? Ist so eine Welt denn möglich? Selbst wenn ihr die Welt retten könnt, erwartet uns eine lebenswerte Zukunft? Natürlich, dafür sorge ich schon. Die Erdbeben. Somnium, die Eissäulen, die beben. Quakakakakak, die große Säule da, quak. Sie schützt ein. Sie fällt in unsere Richtung. Vorsicht! Schnell, weg hier! Ah! Ja, Somni haben sie gerettet, oder? Komm. Nee, aber Somni ist bei uns auf der Seite, lol. Sie hat uns gerettet. Somnium. Oh, Somnium, Quarkwa. Sie hat Doki und Teddy gerettet. Hab ich doch gesagt, das war so obvious. Es tut mir leid, Leute. Somnium. Somnium. Alles in Ordnung, Somnium? Keine Sorge. Alles in Ordnung. Kümmert euch nicht um mich. Geht einfach. Was? Ich habe Meister Kyurem meine Loyalität geschworen. Weiter kann ich nicht gehen. Aber... ich zähle auf euch. Bitte, rettet die Welt. Somnium. Ja, Doki, Teddy. Auch ich zähle auf euch. Bitte, rettet unsere Welt. Ich auch, Quark, Quark. Auch ich bitte euch darum, Quark. Ich auch, Quark. Ich genau so. Bitte rettet die Welt. Doki. Teddy. Doki. Rettet Teddy. Der Rest überlasst für euch. Doki und Teddy, ihr macht das schon. Zerschlag die Kälte gern. In 1000 Stücke. Machen wir. Somnium. Leute, danke. Wir gehen jetzt los, also wartet hier. Wir werden diese Welt beschützen. Los. Gehen wir, Doki. Alles klar. Bis später. Alles klar. Auf jeden Fall. Müssen wir noch einen Dungeon machen oder kommen wir direkt hin? Wow. Und weg sind sie. Ach ja, Somnium. 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 Beruhigt euch. Ich habe doch gesagt, mir geht es gut. Ihr seid mir wirklich ein Haufen. Hä? Du bist ja richtig beliebt, Somnium. Du hast wirklich Glück, Somnium. Keldeo. Alles in Ordnung. Du hast dir wirklich sehr viel zugemutet. Als wir Keldeo gefunden haben, war er schon ziemlich geschwächt. Aber er bestand darauf, mitzukommen. Ich bin mal wieder topfit. Keldeo. Viridium. Nach Taram, Siana haben mir alles erzählt. Entschuldige bitte. Es ist alles meine Schuld. Mein Brief, damit scheine ich dir viel Kummer bereitet zu haben. Kurz bevor ich ihn abgeschickt habe, wurde ich von Somnium und den anderen gejagt. Natürlich war ich auch um mich selbst in Sorge. Aber noch mehr habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Somnium war hinter mir her. Ich hatte große Angst, unsere Freundschaft könnte sich schließlich auch zu dir führen. Ich hätte mir nie verziehen, wenn du angegriffen worden wärst. Also wollte ich das um jeden Preis verhindern. Ich musste unsere Freundschaft beenden. Also schrieb ich diesen Brief. Keldeo. Ich hatte zwar meine Gründe, aber ich habe dich dennoch verletzt. Es tut mir wirklich leid. Du warst doch meine beste Freundin. Und trotzdem habe ich dir diesen üblen Brief geschickt. Entschuldige bitte. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte an dich glauben müssen, komme was so wolle. Aber ich hatte Zweifel. Ich begann die Welt zu hinterfragen. Plötzlich war ich zu jedem kaltherzig. Aber hätte ich nur die ganze Zeit über an dich gedacht, hätte ich geglaubt, dann... Es tut mir so leid. Ich hätte an dich glauben müssen. Es tut mir wirklich so leid. Viridium. Viridium.
Ja, schon seltsam. Dabei habe ich doch wohin. Ich die, der Schuldige. Darauf bin ich der Schuldige. Ich verstehe übrigens überhaupt nichts mehr. Wir sollten das alles hinter uns bringen. Hoffentlich kannst du meine Freundschaft wieder akzeptieren. Und wieder für mich lächeln. Das würde mir alles bedeuten. Das war auch tatsächlich, sorry Leute, so obvious. So seit ich den Brief schon gelesen habe, dachte ich mir schon so, okay. Das hat er einfach nur gemacht, um sie zu schützen. Ist safe. Ja, man lernt einiges dazu bei solchen Spielen, ne? Ist obvious alles. Sobald wir hier raus sind, sollten wir ganz oben ankommen. Ja, dort erwartet uns der Kältekern. Teddy atmet sehr schwer. Und der Wind scheint uns in den Eingang des Turms zu saugen. Ja, stimmt. Hier sieht es genauso aus wie in der Halle im Eispalast. Dort ging auch so ein Wind wie hier. Ich weiß noch, wie wir versuchten, die durch die Halle zu laufen. Verhält es sich vielleicht genauso? Doki, mir geht es gut. Es ist hart, aber ich halte das aus. Nein, ich muss es aushalten. Ich werde dich bis zum Schluss unterstützen, Doki. Geben wir alles, Doki. Alles klar. Items ablegen. Ja, ich nehme alle Siedelbeeren mit. Brajabeeren und so lasse ich auch. So, alles nochmal ablegen und nochmal alle neu mitnehmen. So, nein, Allkraftorb. 2 Stück. Einfach 2. Das zweimal. Appellorb einmal. Reduzorb einmal. Starorb 2-mal. Schlaforb 2-mal. Chaosorb einmal. Geld ablegen. Zack. Zack, zack. So. Gehen wir weiter, Leute. Gehen wir weiter. Riesenkristallturm, alles klar. Es ist sehr wenig Damage. Alles klar. Ja, wir sind kurz vor dem Ende, Leute. Oh, bin ich froh. Tut mir leid, ich bin echt froh. Echt, echt froh. Tatsächlich fand ich gerade wieder die ganze Szene eben. Gut, sie mussten irgendwie Keldeo unterbringen und so, ne? So tatsächlich. Die mussten die beiden ja noch unterbringen nach Tara und Keldeo und so. Fand ich aber dennoch. Ist das Trikefalo? Nee, Duodino. Alles klar. Vorentwickler von Trikefalo, wie es aussieht. Ich fand die ganze Szene tatsächlich eigentlich relativ unnötig. Beziehungsweise sehr, sehr lang gezogen wieder. Ich weiß nicht. Hätte nicht sein müssen. Erstmal so, dass das Somnium ihre ganze Lebensgeschichte so auspackt, sag ich mal. Wenn man schon so einen Bösewicht einbaut, dann sollte das auch Bösewicht sein, oder? Also so, ich find's nicht so scheiße, dass sie sich jetzt noch geändert hat und so, ne? Ist ganz nett, aber das macht so, ich weiß nicht. Das passt nicht, oder? Passt es? Man kann nicht nur so, sagen, okay, mach mal blablablub und dann auf einmal ist so ein Pokémon auf einmal anders. So, komplett gespalten wieder. So weird. Finde ich. Aber das stört mich, also das gibt ja auch in vielen Filmen oder so, stört mich auch sehr. Auch in Filmen und so weiter. Also es kann einfach nur, das kann an mir liegen, dass das definitiv so ein Ding ist, was ich halt nicht verstehen kann. So, oder was ich allgemein, im allgemein bezogenen persönlich nicht mag. Müsst ihr ja nicht genauso sehen. Nö. Kann ja auch sein, dass ihr das ganze Spiel super spitze findet. Ist dann ja auch gut, wenn ihr das Spiel super toll findet und es Spaß macht, dann finde ich das gut. Aber mir persönlich, nö. Nicht so. Ist nie so meins, weiß nicht. Nee. Oh. Bloß nicht zusammen, schade. Aber die ganze Szene eben war, okay, vielleicht nicht komplett unnötig, aber sehr, sehr in die Länge gezogen.
tatsächlich. So, also unnötig in die Länge gezogen. Hätte nicht sein müssen. Hätte nicht sein müssen, definitiv nicht. Das war... Nee. Nee, nee. Sorry, aber... Das ist so meine Meinung dazu, zu der Szene. Wie gesagt, sie mussten irgendwie noch Keldeo unterbringen, aber auch so Keldeo als Charakter brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in dem Spiel, oder? Ich weiß nicht, ob der später noch eine größere Rolle spielt, aber so jetzt, das ganze Hauptspiel, brauche ich nicht. Ein Auftritt, mehr nicht.